Nahezu nichts im Kasseler Bergpark bleibt unbeleuchtet. Zur Freude der vielen kleinen und großen Besucher. Was mit Technik möglich ist, mit dem Hai und mit dem Wal auf dem Wasser und so, der illuminiert wurde, das ist ja schon was ganz Besonderes. Kann man nirgendwo sonst sehen. Ob Projektionen überm Wasser oder großes Videomapping auf der Fassade des Schlosses. Viele kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das sah ein bisschen so aus, als wenn das Haus gleich, also dass das gleich zusammenfällt, aber also wir fanden es cool. Dieses Lichtspiel, was einfach diese Fassade ist, und das ist sehr schön. Also man braucht eigentlich überall ein bisschen Zeit, um zuzugucken. Ne? Und ich denke, alle, die hier sind, genießen das heute Abend. Es ist total cool, weil ich kenne den Bergpark, ich kenne ihn auch, ich sag mal, ich kenne ihn nachts, ich kenne ihn sehr gut. Und jetzt ist es irgendwie total toll, dass es in einem ganz neuen Licht erstrahlt. Und ja, ist total schön zu sehen. Damit alle sicher durch den Park zu den 10 Lichtinszenierungen kommen, empfiehlt sich, festes Schuhwerk und eine Taschenlampe dabei zu haben. Die Wege sind nämlich nur spärlich beleuchtet, um nicht von den Attraktionen abzulenken. Wir haben 5,5 Kilometer Lichterkette, tatsächlich ehrlicherweise hier vom Kasseler Weihnachtsmarkt im Einsatz hier, mit 33.000 LEDs, die entlang der Wege hier verlegt sind. Die Kollegen sind seit Tagen am Start und geben sich viel Mühe hier, die Wege zu sichern. Wir haben die Wasserspielroute und die Lichtkunstroute. Entlang dieser Routen kann man die einzelnen Kunstwerke oder eben Wasserspielstationen erleben. Und die Routen kommen gut an. Auch Erwachsene fühlen sich wie in einer anderen Welt. Ich bin mittlerweile 24, aber ich finde es trotzdem sehr magisch. Vor allen Dingen, weil man das sonst nicht so sieht und es auch irgendwie was Besonderes ist. Also man merkt das vor allen Dingen bei den kleinen Kindern, wenn die rumlaufen. Wir haben immer gesehen, dass man so ein verrücktes, bisschen spannendes Lächeln hat von den Kindern. Und das ist schon sehr, sehr cool. Ich fand es sehr schön. Es hat auch Spaß gemacht. Es war zwar etwas kalt, aber es war eigentlich ganz cool. Das Bergparkleuchten geht noch bis zum 3. Oktober. Der Eintritt ist frei.